Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lance von natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat, Halleluja, nach 7 sieglosen Spielen in Folge endlich mal wieder einen Dreier in der 15. Runde der österreichischen Bundesliga einfahren können unter dem neuen Trainer Roman Mehlich. Bei seinem Debüt ist es also gleich mal geglückt, dass man einen vollen Erfolg einfährt. Bevor wir zum Spiel selber kommen, eins mal vorweg, es war keine Glanzleistung, das definitiv nicht, gerade in offensiver Hinsicht. Defensiv ist man aber sehr kompakt über eigentlich das gesamte Spiel mehr oder weniger gestanden. Deswegen in der jetzigen Situation für mich hauptentscheidend, dass man überhaupt mal ein Spiel wieder gewonnen hat. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass die Leistung gerade im zweiten Durchgang wenig berauschend war. Zunächst mal so die groben Umstellungen von der Ausrichtung her zwischen Heiko Vogel und Roman Mehlich. Bei Heiko Vogel ging ja viel eher auf Ballbesitz, Fußball, dass man eben wirklich den Ball auch hin und her geschoben hat zeitweise und eben dann die finale Lücke gesucht hat. Bei Roman Mehlich geht das Ganze oder ging das Ganze im ersten Spiel eher mehr zügiger Richtung Tor. Also man hat viel mit hohen Bällen operiert, man hat auch oft das Direktspiel fokussiert und das ist auch größtenteils gerade im ersten Durchgang auch aufgegangen. Zu Beginn der Partie unsere Black ist klar, die überlegenere Mannschaft, nach wenigen Minuten über halb rechts eine Ecke, ich glaube von Schul getreten und ein Kopf Ball von Tasos Aflonitis, der in die Startelf gerückt ist, für den gesperrten Marisic und ja, den Ball eben dann per Kopf leider knapp drüber bringt. Danach auch weiterhin unsere Blackies mehr am Drücker, immer wieder eben dieses direkte Spiel zu beobachten in die Spitze. Beispielsweise nach einer Hereingabe von Spendelhofer wäre Fabian Koch völlig frei gewesen, sucht den Abschluss aber nicht selber, will nochmal querlegen. Das Problem, es ist keiner in der Mitte gestanden. Solospitze Emika Freude Ese war da leider ein bisschen zu weit weg. Aber unsere Black ist weiterhin in Richtung Altachtor und werden dann auch belohnt in Minute 19. Sandy Lovic über halblinke Position mit einem hohen Freistoß in den 16er der Altacher. Von Altacher Luckeneder prallt der Ball unglücklich für die Altacher ab. Vor die Füße von Emeka Freude Ese und der macht es natürlich ganz, ganz easy. Und da trifft eben zum 1:0 für unseren SK Sturm, inklusive natürlich seinem Flickflack-Torjubel, der auf jeden Fall immer auch ja, erwähnenswert ist an der Stelle. Danach ziehen sich unsere Blackies aber für meinen Begriff viel zu weit zurück und hören ein bisschen mit dem Fußballspielen wieder auf, lassen die Alterer somit dann ein bisschen mehr kommen. Die einzig richtig gute Möglichkeit für die Vorarlberger, aber ja, auch nur nach einer Standardsituation und Ongue mit dem Kopfball aus ähnlicher Position wie Aflonitis, sogar ein Tick näher Richtung Sturmtor, aber der Ball geht relativ deutlich trotzdem drüber und somit bleibt es nach 45 Minuten beim 1:0 für unseren SK Sturm. Zu Beginn der zweiten Halbzeit unsere Blackies leider ja dann noch defensiver und ja nur mehr die Altacher in den ersten 20 Minuten, die uns schon ein Stück weit auch reingedrückt haben. Allerdings muss man sagen, dass bei den Altachern, man hat gemerkt, dass der Einsersturm, also Eigner und Gribic, die glaube ich schon eher vorne gesetzt werden als jetzt Gebauer und Gett, die ja beide keine richtigen Stürmer sind, was ich so im Kopf habe, glaube ich, eher beide mehr auf dem Flügel beheimatet. Ja, dass eben da die Durchschlagskraft auch bei Altach gefehlt hat, das hat man eben auch gemerkt. Und den ersten Abschluss aufs Tor hatten die Vorarlberger in Minute 53, glaube ich, von Müller, wo Siebenhagel keine Probleme hat, den zu parieren, aber das schon ein bisschen vielsagend für die Offensivleistung auch der Vorarlberger. Auf jeden Fall hat Sturm dann aber trotzdem die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, sogar eine sehr gute Chance, über rechts setzt sich Essay gegen Piesinger sehr, sehr stark durch, schüttelt den ab wie eine lästige Fliege. Piesinger fällt dann auch wie ein Baum hin, hat da gar keine Möglichkeiten, den Afrikaner da im Griff zu behalten. Und ja, Essay zieht dann Richtung Altachtor, spielt sogar Keeper Kobras aus. Und ja, leider Gottes verspringt ihm der Ball gerade die paar Zentimeter zu weit und der Ball dann eben auch geklärt von der Altacher Verteidigung. Peter Schul wäre übrigens auch mitgelaufen. Da wäre das Abspiel wohl die logischere Variante gewesen, aber er wollte es halt selber machen und so. Ja, musste man halt erstmal wieder zittern. Von den Alterern kam aber trotzdem von den konkreten Abschlüssen relativ wenig, wie ich finde. Eine richtig gute Möglichkeit gab es nach einem Freistoß, nach, glaube ich, knapp einer Stunde von Christian Dobras, dem nächsten Ex-Blackie im Altach-Dress. Sein Freistoß küsst noch so ein bisschen die Latte.
Aber ansonsten gab es jetzt nicht extrem viel Gefährliches eben wirklich Richtung Sturmtor. Also ich würde behaupten mal, Aflonitis, Lackner und Co. haben das in der Innenverteidigung und generell in der Defensive hat man es ganz gut gemacht. Auch an Sandy Lovic beispielsweise hat mir gut gefallen, hat diesmal viele Zweikämpfe für sich entschieden und immer lästig. Und ja, so stelle ich mir das defensiv auf jeden Fall vor. Man ist sogar in der Schlussphase noch zum 2:0 gekommen bei den Blackies. Der eingewechselte John Lehmer tankt sich über rechts schön durch, spielt den Ball weiter auf Schul und der hat dann eben das finale Auge für den ebenfalls eingewechselten Lukas Krozurek und der schlänzt den Ball dann noch ins lange Eck. Keine Abwehrmöglichkeit für Cobras im Altachtor und ja, mit dem 2:0 in der Nachspielzeit war die Messe dann auch gelesen. Unterm Strich gewinnen unsere Blackies, finde ich, trotzdem verdient in Altach mit 2:0 gegen zugegeben schwache Vorarlberger Hausherren, die nicht umsonst auch eine ziemlich grausame Heimbilanz aufweisen, mit einem Sieg, glaube ich, jetzt in 8 Heimspielen. Aber trotzdem soll ja die Defensivleistung nicht schmälern, offensiv ganz klar muss viel mehr kommen, aber wir haben auch oft schon in dieser Saison gesehen, dass die Mannschaft imstande ist, offensiv mehr zu leisten. Also von dem her, für dieses erste Spiel unter Mehlich fand ich es trotzdem unterm Strich okay. Wichtig war der Sieg und so soll es gerne weitergehen. Spielerisch, wie gesagt, soll man ein bisschen zulegen und wird man auch müssen. Vielleicht noch kurz erwähnt, ich finde es ja gut, dass die Mannschaft recht selbstreflektierend auf mich gewirkt hat. Eigentlich kein Spieler, den ich gehört habe, der gemeint hätte, das Spiel wäre jetzt gut gewesen. Also jeder hat gesagt, zweite Halbzeit, klar, muss man besser spielen eigentlich und kann man besser spielen und von dem bin ich da guter Hoffnung. Bevor ich mich verabschiede, schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr zur Leistung unserer Blackies in Alltag sagt und von dem her, ja, war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, weiter so Burschen, gehen wir jetzt und bis dann. Ciao, ciao.